Ah, Leute, die sogenannte letzte Generation sorgt in Deutschland erneut für viel Chaos. Meiner Meinung nach haben sie jetzt aber eine rote Linie überschritten. Ist das Ganze immer noch der viel propagierte Aktivismus von den Mainstream-Medien oder bewegen schon in eine Richtung, wo man vielleicht sogar von Terrorismus sprechen kann? Mehr dazu heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Es gibt ja mittlerweile doch den ein oder anderen Begriff für diese Jünger der letzten Generation. Angefangen von Klimaaktivisten über Klimakleber und schon ein bisschen der heftigere Begriff von den Mainstream-Medien, die Klimakaoten. Werden diese ganzen Begriffe, sage ich jetzt mal, einfach den eigentlichen Kern gerecht von dieser Organisation? Ich denke nicht, weil genau diese Leute, sag mal, radikalisieren sich immer mehr. Und warum radikalisieren sie sich? Weil einfach die Politik derzeit in unserem Land mit unserer vielgeschätzten Ampelregierung auf dem linken Auge blind ist. Wir werden im heutigen Video auf die ein oder andere Bürgerstimme auch eingehen, auf den ein oder anderen Artikel, sag mal, wo ich euch zeigen möchte, dass einfach diese Radikalität zugenommen hat. Und wir möchten auch, sage ich jetzt mal, genau die Frage klären, ist das Ganze noch Aktivismus oder ist es einfach schon vielleicht ein Hang zum Terrorismus? Freut euch drauf, heute im Video, es wird auf jeden Fall heute richtig spannend. Erster Artikel heute von Bild. Und hier muss ich auch sagen, hier ist die rote Linie für mich mittlerweile schon meilenweit überschritten. Klimakaos an unseren Flughäfen. Das war eben heute in Hamburg und in Düsseldorf, sag mal, dass sich da wieder auf die Start- und Landebahn geklebt wurde. Also absolut unmöglich. Man muss sagen, einfach, was es ist. Und ich sage, das ist auch nichts zu beschönigen. Das ist eine Straftat. Das ist gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Und da stehen jahrelange Haft darauf. Und das auch zu Recht. Gehen wir weiter darauf ein. Hier haben wir noch das Bild mal von dem Polizeiansatz hier. Aber wie gesagt, hier fängt schon der Artikel wieder an. Und das nervt mich mittlerweile sowas von an. Warum können einfach die Mainstream-Medien einfach nicht das sagen, was es wirklich ist? Aber hier schon wieder. Klimakaoten der letzten Generation. Das sind keine Chaoten. Ein Chaot ist für mich, sage ich jetzt mal, der vielleicht ein bisschen psoffen ist, eine Flasche Bier in der Hand hat und die irgendwo, sage ich jetzt mal, auf die Straße schmeißt, sage ich jetzt mal, dass sie dementsprechend zersplittert. Was die hier machen, das ist eine Straftat. Das hat nichts mit Chaoten zu tun. Das sind für mich einwandfreie Straftäter, nicht mehr und nicht weniger. Hier auch die erste Stimme und es war halt hier auch so, dass ein Bildreporter hier dementsprechend in dem Flieger gesessen ist. Die Stimmung war gereizt, Verständnis für die Aktion hatte niemand. An Bord verteilten die Flugbegleiter Wasser. Dass die Stimmung hier gereizt war, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wer sitzt denn schon gerne auf engstem Raum mit meistens Menschen, die er nicht kennt und weiß weder, wann es vor oder wann es, sag ich jetzt mal, zurückgeht? Das Gute daran ist, und die letzte Generation erweist sich auch mit diesen sinnfreien Aktionen meiner Meinung nach einen absoluten Bärendienst, weil Verständnis für die Aktion hatte niemand. Immer mehr wenden sich jetzt von dieser letzten Generation ab in diesem Land, weil sie einfach nur noch genervt und halt auch wirklich einfach angepisst sind, weil damit helfen sie nicht dem Klima, sage ich jetzt mal, und sie werden auch keine Menschen hinter sich bekommen, die ihre echt absoluten sinnlosen Aktionen weiterhin unterstützen. Und ich hoffe, sage ich mal, dass diese letzte Generation bald, sage ich mal, dahin kommt, sagen wo sie hingehört, einfach in die Mülltonne. Gehen wir aber jetzt hier weiter darauf ein. Ich gehe hier ganz gerne heute mal auf die Stimmen drauf ein, wie denn die Menschen das Ganze so empfinden. Weil, wie gesagt, hier findet auf jeden Fall meines Erachtens ein Umschwung statt, sagen wir, in der Bevölkerung. Wie gesagt, die wenigsten können diese Aktion doch für gut heißen. Und die, die sie gut heißen, die sind ja komplett durch und komplett ideologisch verblendet. In dem vollbesetzten und engen Flieger seien auch viele alte Menschen und Menschen mit Behinderung gewesen. Und da haben wir es doch schon mal wieder. Der letzten Generation sind Menschenleben einfach komplett egal. Die wollen ihre Ideologie durchboxen, nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Ein Passagier berichtete ihm also diesen Bildreporter, der eben hier auch an Bord gewesen ist, es kann doch nicht wahr sein, dass diese Idioten so einfach auf das Rollfeld eines Hochsicherheitsbereichs kommen. Ganz klar, wie gesagt, wie kann das hier in Deutschland sein? Ich bin in meinem Leben sehr viel gereist, war in unterschiedlichsten Ländern. Und solche Aktionen, ich kann euch garantieren, in einigen Ländern, da werden die, sag ich mal, abgeschossen werden, diese sogenannten Aktivisten. Also ganz, ganz klar, weil, wie gesagt, viele Länder würden das als terroristischen Akt einfach auslegen. So ist das, sag ich jetzt mal, in anderen Ländern, aber natürlich in gut Mitteldeutschland ist es natürlich nicht so. Man steht mitten in der Nacht auf, um pünktlich zum Flughafen zu sein und dann sowas. NRW ist bereits mitten in den Sommerferien. Und hier ganz klar,
Die Leute, sage ich jetzt mal, die arbeiten das ganze Jahr, freuen sich dann, sage ich mal, auf diesen kleinen Urlaub, den sie sich irgendwie gönnen können, und dann dementsprechend wird er durch sowas eventuell sogar verhindert, beziehungsweise sie kommen zu spät an, sind schon gestresst, regen sich darüber auf. Wie gesagt, also so läuft es einfach hier nicht in Deutschland, ganz ehrlich. Und die Leute, die sich hier festkleben, ich gehe mal fest davon aus, dass die meisten, sag mal, Bürgergeldempfänger sind oder auch von NGOs finanziert werden, wie gesagt, die wissen noch gar nicht, was harte Arbeit ist, aber uns in Urlaub verwiesen, so wird das meines Erachtens nicht weitergehen können. Die Politik muss hier endlich einschreiten, weil, wie gesagt, das ist eine bodenlose Frechheit. Auf eine weitere Stimme möchte ich hier auch noch eingehen, weil die ist auch sehr, sehr aussagekräftig. Hier seht ihr nochmal die Bilder hier, wie eben der Einsatz hier abgelaufen ist. Dann hier nochmal ein Bild natürlich vom Flughafen, natürlich zur Ferienzeit, total überfüllt. Die Leute sind eh schon gestresst, weil da so viel los ist. Und dann, sage ich mal, die letzte Generation versaut ihnen dann auch noch den Urlaub. Nein, nicht nachvollziehbar. Und jetzt hier, diese Stimme finde ich auch nochmal sehr, sehr gut. Auch Emily C. aus Bolivien, die in New York lebt und dort für die UN arbeitet, ist sauer. Das ist verrückt, die Grünen in Deutschland sind so radikal geworden. Und das sagt sie nämlich was absolut Wahres. Und warum sind sie so radikal geworden? Weil die Politik einfach auf dem linken Auge blind ist. Wie gesagt, wenn ihr gegen diese Leute nichts unternimmt, das wird weitergehen und es wird sich auch mehr und mehr radikalisieren. Und wie gesagt, wir züchten uns hier wirklich so eine Art Baby-Ära-F ran. Ich habe 10 Jahre hier gelebt. Es muss doch einen anderen Weg geben, auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Fliegen ist Fortschritt. Ganz, ganz klar, die Art und Weise, wie sie es bringen, wie gesagt, von mir aus, die können sich irgendwo hinkleben, wo sie wollen, solange sie den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Sie können auch friedlich demonstrieren, aber wie gesagt, die Wortspielsame liegt ja auf dem Begriff friedlich. Was die hier machen, ist teilweise eine Nötigung. Wenn du so einen Flieger eingesperrt bist, ist für mich, oder erfüllt es auch den Tatbestand der Freiheitsberaubung. Oder wie seht ihr das persönlich? So Leute, jetzt kommen wir noch zum absoluten Hammer. Da sehen wir wieder, warum Deutschland Deutschland ist und warum hier auch alles von der letzten Generation immer radikaler werden wird. Und das garantiere ich hier euch. Hier nochmal ein Bild hier von der Polizei, wie sie eben diese Aktivisten hier wohl festgesetzt haben. Und jetzt lest euch mal das hier mit mir zusammen durch. Einige sind als Aktivisten bereits Polizei bekannt. Oha, nachdem alle Personalien festgestellt worden sind, kamen sie wieder auf freien Fuß. 2 weitere wurden außerhalb des Flughafens gefunden. Ganz ehrlich, ich glaube, das gibt es echt nur in Deutschland. Die sind wieder auf freien Fuß. Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Ganz ehrlich, meines Erachtens müssen die sofortige Wirkung in U-Haft bis zu ihrem Gerichtstermin. Und dann gehören die verknacksamer. Und das auch viele, viele Jahre, sage ich jetzt mal, als abschreckendes Beispiel. Punkt, Ende Gelände. Was die Beamten in Düsseldorf meines Erachtens falsch gemacht haben. Gut, vielleicht gab es ja auch eine Ansage von ganz oben. Haben zumindest ihre Kollegen in Hamburg richtig gemacht. Lass uns noch auf 1, 2 Bilder hier eingehen. Hier dementsprechend abflugsame Annullierung, natürlich exorbitante Verspätung. Hier Einsatzkräfte, sage ich es mal, vor Ort. Hier ein der Engelchen von dieser sogenannten Aktivisten. Unglaublich, wie gesagt, wahrscheinlich nie was gearbeitet haben. Bürgergeld beziehen, NGO-Gelder, aber ansonsten nichts gebracht oder nichts geleistet haben für die Gesellschaft. Und hier dementsprechend sehen wir noch sehr schön natürlich auch vom Polizeieinsatz ein schönes Bild. Und ratet mal, wer das Ganze bezahlen wird. Wie gesagt, natürlich, wir von unseren Steuern. Danke, letzte Generation. Mit euren Mist hier, sag mal, werdet ihr gar nichts erreichen. Das garantiere ich euch. So, weiter nochmal hier. Laut Bundespolizei waren um 10.20 Uhr alle 8 festgegebenen Klimakoten am Hamburger Flughafen rausgeflext. Also wie geisteskrank muss man überhaupt sein, sich einfach so anzupappen, sagen wir mal, dass man die Hand gar nicht mehr wegbekommt. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Bundespolizeisprecher Ristorf, wir ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Gut so. Ganz kurz noch eben ein Artikel, damit auch ihr entscheiden könnt, ist das Ganze noch Aktivismus oder vielleicht sogar schon Terrorismus. Klimaaktivisten bekennen sich zu Brandanschlag auf Fabrik 9 SUV. Hier muss ich dazu sagen, das Ganze ist nicht richtig verifiziert worden, das kann auch ein Fake gewesen sein, aber wenn es so wäre, wäre das schon Hardcore. 2 fabrikneue BMW X5 von sogenannten Klimaaktivisten in München angezündet, einer davon mit Elektromotor. Er war geisteskrank. Die Flammen drohten, auf das Firmengebäude überzugreifen. Scheiben zerflitterten. Eine Gruppe bekannt sich nun zu dem Brandanschlag. Also sprich Sachbeschädigung. Und wie gesagt, wenn es auf dieses Firmengebäude übergesprungen wäre, sage ich jetzt mal, dieser Brand. Vielleicht waren da noch Putzleute, sage ich jetzt mal, in der Nacht da, die das Ganze sauber gemacht haben. Was wäre denn, wenn die verbrannt werden? Also ganz ehrlich, deshalb möchte ich auch heute mit euch darüber reden. Ist das Aktivismus oder vielleicht schon sogar Terrorismus? Wo einfach, sagen wir mal, im billigen in Kauf genommen wird, auch wenn man zum Beispiel Rettungskräfte nicht durchlässt, dass Leute, wie gesagt, wirklich daran sterben können. Und wie gesagt, macht auch eure Meinung und schreibt mir, sagen wir, eure Kommentare gerne hier unten rein. Des Weiteren auch hier und nach wie vor wieder radikale Sachbeschädigung. Das war ja hier
hier Anfang Juni Reifen an 50 SUV zerstochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist absolute Sachbeschädigung, das kostet richtig Asche. Aber Sie denken, Sie erreichen etwas mit dieser Geschichte und ich sehe das eben nicht so, weil ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile verachtet, sag mal, die letzte Generation, auch deren Aktion, sage ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, das ist keine Art und Weise. Und mit dieser Vorgehensweise wird man auch in diesem Land nichts ändern werden. Ein sehr großes Problem in diesem Land ist meiner Meinung nach auch, dass natürlich die sogenannten Mainstream-Medien dementsprechend die Täter, also für mich die letzte Generation, hier immer wieder auch zu Opfern machen. Und so wird sich auch nichts ändern. Wie gesagt, die werden mit Samthandschuhen angefasst. Sie werden immer weitermachen. Sie werden sich immer mehr radikalisieren. Wie auch in diesem Fall. Es ging auch heute auf Twitter viral. Eskalation in Stralsund. LKW schiebt Klimakleber vor sich her. Fahrer stellt sich bei der Polizei, verliert Job und Führerschein. Danke, letzte Generation. Ihr habt ein Leben vernichtet dementsprechend und ein LKW-Fahrer weniger, der unsere Lebensmittel vielleicht in die Supermärkte fährt, dass wir, sag ich jetzt mal, ordentlich leben können, unser Essen und Trinken haben. Thumbs up für euch. Kommen wir nun noch zur alles entscheidenden Frage. Ist das Ganze noch Aktivismus oder gehen wir schon in Richtung Terrorismus? Habe ich hier etwas gefunden. Unter Terrorismus versteht man kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder, ganz wichtig, Handlungen, mit denen politische, religiöse oder ideologische Ziele erreicht werden sollen. Terrorismus ist das Ausüben und Verbreiten von Terror. Hierzu muss ich nun sagen, ich bin natürlich auf diesem Gebiet kein Spezialist. Ich bin zuständig für Finanzen oder auch für wirtschaftliche Themen. Wenn man das sich aber so ein bisschen etwas genauer durchliest und auf der Zunge zergehen lässt, also meines Erachtens ist es in gewissen Teilen auf jeden Fall erfüllt. Wie wäre es denn mal, wenn der Verfassungsschutz hier in Deutschland mehr, sag mal, auf die letzte Generation schauen würde, als, sage ich es mal, auf Parteien dementsprechend, denen das Wohl des Landes eigentlich am Herzen liegt? Wäre das nicht mal was? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mir in die Kommentare unten rein, aber wie gesagt, in gewissen Bereichen, in gewissen Teilen sehe ich das ganz klar erfüllt. So Leute, ein sehr polarisierendes Thema, das lag mir aber einfach am Herzen, weil ich sage, wenn diese sogenannte letzte Generation immer mit Samthandschuhen angepackt wird, dann wird sich auch de facto einfach nichts ändern. Ich persönlich bin auf jeden Fall der Überzeugung und Meinung, umso weniger, sagen wir, der Staat hier einschreitet, umso mehr wird sich genau diese Organisation dementsprechend radikalisieren und vielleicht steht uns dann noch viel, viel Schlimmeres bevor. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo, ein Like hier, eure Kommentare wie immer unten rein. Für euch noch wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.